Herr Weidmann, Sie möchten also gebildete Pensionsrückstellungen möglichst steuerneutral wieder ausbuchen. Das wird der Finanzverwaltung aber gar nicht gefallen. Bei mir schon, lieber Herr Pschiebel, bei mir schon. Aber in der Tat, es handelt sich um ein schwieriges Thema, die Pensionsrückstellung in die Bilanz zu bekommen, das ist einfach. Aber die Pensionsrückstellung möglichst steuerschonend wieder raus, das ist schwierig. Und diesem Themenkomplex werden wir uns heute stellen. Ich bin gespannt. Bevor wir mit dem Video beginnen, würden wir uns freuen, wenn Sie dieses Video liken und unseren Kanal abonnieren. Viel Spaß! Herr Weidmann, zu Beginn in aller gebotenen Kürze, was dürfen wir unter Pensionsrückstellungen verstehen? Ja, Rückstellungen, ein Unterfall der allgemeinen Rückstellungen, die wir letztes Mal schon hatten. Also es dient dazu, den Gewinn zu reduzieren. Das ist mit einer Pensionsrückstellung auch möglich. Und nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung werden Pensionsrückstellungen eben ratierlich eingebucht. Wenn man sie nach einer gewissen Erdienungsphase sich genehmigen kann, sage ich jetzt mal etwas umgangssprachlich. Man also sagt beispielsweise im Alter von 50, man war ein paar Jahren schon als Geschäftsführer bei der GmbH dabei und möchte ab dem Zeitpunkt 65 einen Betrag X als Pension haben, dann spart man die sozusagen an mit der Buchung Aufwand an Pensionsrückstellungen bei der GmbH jedes Jahr, sodass man dann von 50 bis 65 nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung immer den Aufwand entsprechend anpasst, erhöht und dann am Schluss die Pensionsrückstellung in voller Höhe in der Bilanz ist. Das ist die Pensionsrückstellung, wie sie in die Bilanz kommt. Diese Pensionszusagen sind künftiger Aufwand, sind ein unternehmerisches Risiko. Dieses Risiko wird häufig durch Rückdeckungsversicherungen begrenzt. Ja, wobei, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie etwas korrigieren muss, es handelt sich natürlich nicht um künftigen Aufwand, lieber Herr Pschiebel, sondern es handelt sich schon um Aufwand in der entsprechenden Periode, deswegen buchen Sie Aufwand an Rückstellung. Aber es handelt sich um künftigen Zahlungsabfluss, das ist der entscheidende Unterschied. Aber Sie haben natürlich auch mit Ihrer Rückdeckungsversicherung völlig recht. Oft wird dieser Passivposten in Form der Rückstellung mit einem Aktivposten in Form einer Forderung gegenüber einem Dritten, gegenüber der Rückdeckungsversicherung ausgeglichen. Deswegen schließt man auch oft mit der Pensionsrückstellung in Zusammenhang stehend oder mit der Pensionszusage in Zusammenhang stehend eine Rückdeckungsversicherung für den Fall ab, dass die GmbH diese Pensionszusage quasi nicht leisten kann zu dem Zeitpunkt X, wenn sie eigentlich zu leisten wäre. Nehmen wir kurz den Grundfall. Das Unternehmen wird auf die nächste Generation übertragen und diese Pensionszusagen werden bezahlt. Wie wird das bilanziell dargestellt? Also sagen wir mal jetzt, die Pensionsrückstellungen müssen ja dann unabhängig davon, ob übertragen wird oder nicht, bezahlt werden aus Sicht der GmbH. Das ist eine Schuld, die dann halt zu einem Abfluss führt, wenn dann die Pensionsrückstellung der Zeitpunkt oder Zeitraum gekommen ist. Jetzt gibt es nur häufig den Wunsch seitens der Mandantschaft, sei es bei Übertragungsfällen oder sei es auch im Verkaufsfall dieser GmbH. Diese GmbH nicht mit so einem toxischen Passivposten, wie diese Pensionsrückstellung darstellt, zu belasten, weil die Übergabe und auch den Kauf behindern könnte. Der Erwerber sozusagen nicht unbedingt an einer Schuld interessiert ist, die anderen gegenüber dann zu begleichen ist. Und dann stellt sich eben die Frage, wie kriege ich diese Pensionsrückstellung raus? Und jetzt übernehmen Sie schon meinen Job, Herr Weidmann. Aber bitte, führen Sie aus. Jetzt übernehme ich Ihren Job, jawohl. Ich werde mich versuchen, beim nächsten Mal wieder zurückzuhalten, auch wenn es mir schwerfallen wird. Aber das ist jetzt die entscheidende Frage und die Krux. Sie haben eigentlich, wenn Sie so wollen, nicht so viele Möglichkeiten, die Pensionsrückstellung rauszubekommen. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, Mai, da verzichte ich halt einfach auf die Pensionsrückstellung. Das geht. Natürlich geht das, aber die Frage ist immer, was haben Sie dann für steuerliche Konsequenzen von dem Verzicht? Jetzt kann natürlich der Senior sagen, ja, ich habe eigentlich den Anspruch gegen die GmbH und der Junior soll nicht damit belastet sein, verzichte. Ja, schon. Aber was bedeutet der Verzicht auf Ebene der Gesellschaft? Wir müssen immer trennen, Gesellschaftsebene und Gesellschafterebene. Auf Ebene der Gesellschaft bedeutet der Verzicht, dass die Pensionsrückstellung rausgebucht wird und zwar mit Rückstellung
Rückstellung an Ertrag, also G&V, Gewinn und Verlust erhöht bei der Buchung auf Ebene der Gesellschaft. Und auf Ebene des Gesellschaftes, das mag Sie jetzt vielleicht verwundern, aber wenn man im Steuerrecht schon etwas länger unterwegs ist, dann verwundert das nichts mehr, nahezu nichts mehr. Insbesondere verwundert es nicht, dass man etwas besteuern muss, obwohl einem nichts zufließt. Und es muss der Gesellschafter, weil dieser Verzicht als fiktiver Lohnzufluss gewertet wird, das heißt Lohnbesteuerung auf Ebene der Gesellschaft, des Gesellschafters, obwohl er verzichtet und nichts gibt. Warum? Weil er verzichtet quasi schon auf einen Anspruch, der entstanden ist. Der ist ja schon, er verzichtet nicht auf was Zukünftiges. Und er verzichtet sozusagen auf den erdienten Anspruch, der bis zu dem Zeitpunkt bereits vorhanden ist. Nicht auf den Zukünftigen, aber den muss er dann auch schon versteuern. Deswegen ist der Verzicht. Wo ist da die Bestimmtheitsgrenze? Wie wahrscheinlich muss dieser Anspruch sein? Der ist also sehr wahrscheinlich oder fix, weil wenn Sie natürlich, also natürlich muss der werthaltig sein, klar, der Anspruch, der muss werthaltig sein, wenn Sie das jetzt meinen, aber natürlich ist das, wird davon ausgegangen, dass man dann auf einen werthaltigen Anspruch verzichtet, das ist jedenfalls der Grundsatz. Wenn Sie natürlich sagen, der ist überhaupt nicht werthaltig, dann können wir uns darüber unterhalten, ob das überhaupt zu einem Ertrag auf der Gesellschaftsebene führt. Eigentlich aber ja, weil gerade bei einem nicht werthaltigen Anspruch wird es zum Ertrag führen. Bei einem werthaltigen könnte man noch sagen, das ist vielleicht eine Einlage, also kein Ertrag, sondern eine Eigenkapitaleinlage, das können wir noch sagen. Aber auf Ebene des Gesellschaftes, da wird es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einem Lohnzufluss und dann zu einer Versteuerung führen. Das war jetzt der erste Weg, der Verzicht. Der Verzicht. Es gibt noch einen zweiten Weg, den Übertrag. Ja, genau. Das ist jetzt natürlich etwas feiner, besser, schöner. Sie müssen sich das wie folgt vorstellen. Diese toxische Pensionsrückstellung ist jetzt in der abgebenden GmbH, in der GmbH A. Und dann gibt es die GmbH B. Wir gründen eine zweite GmbH, die diese Verpflichtung übernimmt von der GmbH A. GmbH A, Pensionsrückstellung, überträgt die Pensionsrückstellung an die GmbH B. Das ist eigentlich eine Abtretung einer Schuld, eine Schuldübernahme, wenn Sie so wollen. Jetzt kann man auch sagen, ja, ist ja kein Problem, aber bereits da stellt sich die Frage, ob durch die Übertragung es schon zu einem Lohnzufluss wieder bei dem Gesellschafter Geschäftsführer kommt. Und es stellt sich überdies die Frage, ob denn da noch was fließen muss zwischen den beiden GmbHs, weil die eine gibt ja eine Schuld ab, entledigt sich von der Schuld und müsste eigentlich deswegen ja sogar noch was zahlen. Nimmst du die Schuld? Ich will sie nicht haben. Jetzt müssen wir wieder unterscheiden, Gesellschafter und Gesellschaftsebene. Also auf Gesellschaftsebene könnte es dann unter Umständen zu einem Ertrag bei der Abgebenden kommen, wenn vielleicht die Abgebende nicht etwas zahlt, aber die Abgebende gibt den Anspruch aus der Rückdeckungsversicherung mit, aus der Forderung, die vielleicht höher ist als das, was sie zahlen muss, dann ist ja ein Ertrag da, dann gibt sie etwas an die Aufnehmende zahlt dann dafür etwas an die Abgebende und das könnte auch Ertrag sei, auf Ebene der Gesellschaft. Auf Ebene des Gesellschafters könnte es zu einem Lohnzufluss kommen und da gibt es jetzt Gott sei Dank zwei Urteile vom BFH, die 2016 und 2017 gekommen sind, der nämlich gesagt hat, unter bestimmten Voraussetzungen hast du in so einem Übertragungsfall, nämlich dann, wenn du als Gesellschafter, Geschäftsführer keine Einflussnahmemöglichkeit auf die Auszahlung der Pension hast, überhaupt keinen Lohnzufluss. Und das ist natürlich gut, Gott sei Dank. Deswegen kam überhaupt die Idee des Übertrags auf, landläufig als Rentner GmbH bezeichnet ist natürlich etwas abfällig, aber sagen wir mal die GmbH 2, das ist eben die, die aufnimmt, führt diese Pensionsrückstellung fort, ohne dass eine Steuer auf Ebene des Gesellschafters ausgelöst wird. Das ist natürlich ganz charmant, wenn das funktioniert. Und das mit der Begründung, wenn ich mich recht erinnere, dass der Gesellschafter, Geschäftsführer zu keinem Zeitpunkt einen unmittelbaren Anspruch darauf hatte. Ist das richtig? Ja, also ich meine, dass der BFH das in den Entscheidungsgründen so formuliert hat, dass er sagt, also, dass der Gesellschafter kein Wahlrecht oder keine Einflussnahme hat. Kein Wahlrecht, genau das war es, glaube ich. Ne? Vielen Dank für diesen Hinweis. dass er kein Wahlrecht hat, darauf zu sagen, ich lasse stehen oder ich zahle mir das aus. Ja. Das darf er eben nicht haben, weil wenn er das hat, dann wird es wieder zu einem Lohnzufluss führen. Genau, also müssen wir, ganz wichtig, Vertragsgestaltung, sehr geehrte Damen und Herren, brauchen wir wieder den Kautelar-Juristen, wie das so schön heißt. Sie haben es vorhin schon angeschnitten, dennoch haben Sie mir die Frage nicht ganz vorweggenommen, welche der beiden Gestaltungen Sie denn charmanter finden. Ja, ich muss Ihnen ja auch noch mal eine Frage lassen, damit Sie auch noch eine Daseinsberechtigung hier im Rahmen dieses Interviews haben, aber vielen Dank für diese Frage. Genau, charmant wie immer, Sie wissen ja. Was ist besser? Ganz klar der Weg der Übertragung, der Weg des Verzichts löst Steuern aus, Ertragssteuer, übrigens auch Erbschaft- und Schenkungssteuer unter Umständen, sehr geehrte Damen und Herren, weil wenn der auf was verzichtet,
dann würde er aus Sicht der Finanzverwaltung ja auch die übrigen Gesellschafter durch diese Buchung Pensionsrückstellung an Ertrag oder Kapital, würde der die unter Umständen bereichern und Schenkungen an die verbleibenden Gesellschafter haben, nach 7 Absatz 8, da kann man sagen, ja, ist ja Wahnsinn, fremde Dritte, wenn es vielleicht auch sind, die schenken sich doch nichts. Aber was formuliert der 7 Absatz 8? Der sagt, Werterhöhung bei den Anteilen, bei den verbleibenden Gesellschaftern infolge von dem, dass einer rausgeht aus der Gesellschaft und eine Zahlung bekommt, die unterhalb des Verkehrswerts liegt. Mhm. Und es würde ja, wenn er verzichtet, kriegt er null. Ja. Und das ist ein Problem. Also Verzicht schlecht, wenn überhaupt, dann Übertragung auf andere GmbH. Und eine Anleitung zu diesen zwei Wegen finden Ihre Mandanten wo? Natürlich in meinen Kanzleiräumlichkeiten, in der individuellen persönlichen Beratung, vielleicht auch auf der Homepage, auch beim Newsletter. Da, wenn wir uns darum kümmern, haben wir jetzt neu ins Leben gerufen, diesen Newsletter. Ich hoffe, der findet Anklang. Und wenn Sie das möchten, dann sagen Sie uns bitte Bescheid. Dann wird man da natürlich auch was reinstellen. Ja. Vielen Dank, Herr Weidmann. Danke für Ihre Ausführungen. Und ich freue mich wieder aufs nächste Interview. Ich habe zu danken. Ich habe mich auch zurückgehalten, ohne Sie zu unterbrechen, im Gegensatz zu Ihnen bei dem einen oder anderen. Aber gut, bei der einen oder anderen Aussage. Nein, alles wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Schiebel. Danke fürs Interview, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.